perfect player. Peter Guckisberg, weil ich habe mit ihm gespielt und er ist schon extrem geschwind gewesen. Und ich glaube auch jetzt, obwohl er die Knieprobleme hatte, ist er halbwegs noch extrem geschwind. Luca Gunti, der ist noch relativ agil und beweglich, was so in den Ecken und in den Zweikämpfen. Ja. Ja, ich meine, das ist ziemlich klar, dass es wahrscheinlich der Klassen ist in der Liga. Ich meine, er hat relativ gute Hände. Ja. Ja. Und ich finde den von Freiburg, den Moldin, der hat einen extrem guten Handgelenkschuss. Und ja. Félicien Dubois, der hat einen sehr guten Schuss. Oder vor allem einen Schleppschuss. Und ja, ich glaube, es ist nicht allweg Spass, wenn man vor dem Goal steht und das schießt. Tristan Gervais, ich glaube, er gibt in jedem Spiel Vollgas und versucht, die physische Präsenz zu zeigen. Und ja, darum Scherbe. Ja, das war sicher nur im Lockout, wo der Joe Thornton da war. Ich glaube, die Übersicht, die er hat, ja, das sieht man glaube ich, auch jedes Mal, wenn man irgendwie ein NHL-Spiel von San Jose schaut. Martin Plus, ich glaube, wenn du mit 39 noch auf diesem höheren Niveau spielst, das ist, glaube ich, schon die richtige Einstellung. Perfect Play. The Hockey Week. Every Wednesday at 19 p.m. Only on SportleHD.com.